Was? Oh, das müssen sehr starke Winde gewesen sein, weil die waren nämlich vorher nicht oben. Oder? Irre ich mich da jetzt auch vielleicht? Wie komme ich da jetzt hoch? Soll ich den Block da hinschieben? Aber das reicht doch never ever. Da schwimmt noch Karl-Heinz rum. Ich versuche mal von hier aus hinten rüber zu springen. Aber ganz große Vermutung wird sein, dass das nicht funktioniert. Nein. Wir sind ja Gott sei Dank, weil ich gelandet direkt bei Karl-Heinz. Töte mich nicht. Ich bin deine Schwester, Karl-Heinz. Muss ich den Block da vielleicht. Da oben kann man doch irgendwie hin. Vielleicht von dieser Richtung aus gesehen. Können wir auch mal probieren. Weil ich glaube nicht, dass es hier vorne nämlich funktioniert. Nee, das ist zu hoch. Okay. Also, nein, nicht festhalten. Schieben, werte Dame. Schieben. Mal wieder vernünftig hinsetzen. Ich kriege ja bald meinen neuen Stuhl und dann werde ich hoffentlich ein bisschen gesünder sitzen. Oh, ob das vielleicht so klug gewesen ist? Ich schiebe den lieber noch mal ein Stück zurück. Aber da komme ich doch nicht hoch. Nee, selbst wenn ich den Block ranschiebe, würde das nicht funktionieren. Aber wie komme ich denn auf diese Seite? Den Block kann ich da nicht hinschieben. Das wird nicht reichen, weil da ist ja eine Abgrenzung. Da komme ich ja nicht komplett ran. Dort habe ich schon einen Hebel aktiviert. Das müsste sich theoretisch erledigt haben. Und von dort aus komme ich da auch nicht ran. Das funktioniert auch nicht. Oh, das Level ist gar nicht mal so einfach. Und ich stelle mich auch nur dusselig an. Ich will es jetzt nicht beschönigen. Es kann auch sein, dass ich gerade einfach nur ein Noob-Syndrom habe. Ich bitte das zu entschuldigen. Oh, da unten ist noch eine Kugel. Ein Kügelein. Das wird nicht funktionieren. Aber warum sind die dann. Vor allem. Aber was soll ich denn auch da oben? Also, das Level ist mir bislang ein Rätsel. Ich weiß nicht so genau, wo ich das einordnen soll. Hat sich vielleicht bei der Katze was geändert? Dass das, weil bei der Katze waren doch auch solche Platten, oder? Ich kann noch mal zur Katze gehen und gucken, ob sich da irgendwas getan hat. Spring mal zu Karl-Heinz ins Becken. Karl! Da liegt ein toter Mensch in unserem Flur. Wo war denn der Ausgang? Hä? Hä? Oder hä? Ach, da. Ich gucke erst mal bei der Katze, ob sich da irgendwas getan hat. Weiß nicht, vielleicht waren wir jetzt auch direkt unter der Miets. Kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, aber ich schaue es trotzdem mal an. Hier oben ist ein Gong. Da können wir dann später den Gong schlagen. Ist es nicht tatsächlich so, dass man bei irgendeinem Teil wirklich den Gong schlagen muss? Nee, es hat sich nichts getan. Es hat auf jeden Fall nichts mit der Miets zu tun. Schade. Miezi, mach was. Oh, Karl. Also Karl, jetzt reicht's langsam, ne? Man kann's auch übertreiben. Ich mach's jetzt mit der Magnum, geht ein bisschen schneller. Hä? So. Jetzt geht uns wenigstens nicht mehr auf die Nerven. Jetzt kann ich in Ruhe durch die Gegend schwimmen, ohne von einem Hai-Attack. Hai! Was habe ich denn mit meinem Hai? Das liegt vielleicht daran, dass auf Tele 5 letztens mit Oliver Kalkofe
die schlechtesten Filme oder so kam. Und dort haben die nämlich Sharknado 4 auseinandergenommen. Super lustig. Super lustig. Ich hab, schade, dass ich das nicht komplett gesehen habe. Aber es war wirklich verdammt witzig. Also erstmal ist der Film absolute Banane. Und weil die das auch, die haben das so gut rübergebracht. Und das war irgendwie, war super. Hat mir echt hat Spaß gemacht. Wenn das nochmal kommt, muss ich das auf jeden Fall nochmal sehen. Definitiv. Vielleicht komme ich deswegen jetzt immer auf Hai. Vielleicht hat sich das in meinem Unterbewusstsein eingebrannt. Eingebrannt in mein Bewusstsein. Wie geht es weiter? Ich verstehe das nicht. Höre ich gerade Musik? Komisch. Nein, den Block kann ich ja auch nicht herschieben. Ankommen tue ich auch nicht. Es ist zu hoch. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist ja schon fast. Ist ja schon fast wie Monkey Island hier. Vor allem, was soll ich denn da oben? Tja. Ich kann ja noch mal auf die... Obwohl, da bin ich ja gerade schon gewesen, da oben. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwas übersehen habe. Da war ja nur ein Hebel. Und von da oben kann ich da nicht hinspringen. Wie komme ich dann zu dem Block da oben hin? Wie soll das denn funktionieren? Oder Moment, ich habe eventuell noch eine Idee. In Idea. Nein. Was? Wieso zieht sie das nicht? Wir versuchen es mal mit Drücken. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, ich kriege den da nicht mehr weg. Nein. Ah, komm schon. Du sollst es drücken oder ziehen. Nicht dran hochklettern. Das hat niemand von dir verlangt. So. Ich mach das jetzt nochmal runter. Geht das wieder runter? Ganz dezent, mit ganz dezenten Geräuschen scheint das zu funktionieren. Es ist Gott sei Dank gar nicht laut. Ach, das fährt sich rein und raus. Ich verstehe. Okay. Nee, aber es hilft mir trotzdem nicht. Weil ich komme trotzdem nicht auf die andere Seite. Ich habe gedacht, vielleicht ist das nicht ganz raus oder es ist ein Stück niedriger. Und ich kann dadurch auf die andere Seite gelangen. Aber auch das wird nicht funktionieren. Da muss ich es ja schon fast rausziehen. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Vielleicht muss ich hier später nochmal hin. Ich aktiviere das jetzt erstmal und gucke mich in dem großen Raum nochmal um. Ganz, wieder ein ganz dezentes Geräusch. Wie ein Flüstern. Ich will es nochmal probieren, aber ich bin überzeugt, ich komme von hier aus nicht dorthin. Nein. Es ist nicht machbar. Dann schwimme ich doch noch mal kurz zurück in die große Halle. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich da tatsächlich irgendwas verändert. Los halt nicht direkt jetzt bei den Katzen, weil ich habe ja irgendwie irgendwo was rausgezogen. Ich mache hier noch mal Luki Luki. Das Tor ist noch dicht, ne? Da ist ja vorne eine Kugel runtergestratzt. Ach, Mensch. Ach. Ach, was? Das ist ja die andere Seite. Das heißt, ich muss hier auch gar nicht durch. Das ist die Kugel von der anderen Seite. Ach, Mann. Ja. Ich stummele. Das heißt, wahrscheinlich kann man gar nicht mehr machen, als das, was wir dort schon getan haben. Was die Kiste oben allerdings zu bedeuten hat, das verstehe ich trotzdem nicht. Also da, wo ich nicht raufgekommen bin.
Ich werde nicht sagen, aber wir werden für dieses Level wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen. Einfach nur, weil mich das irgendwie überfordert. Oh, das ist eine Klappe. Mache ich die später auf? Oder was hat das damit zu tun? Was hat das damit zu tun? Da komme ich nicht hoch, oder? Nein. Ich muss jetzt irgendwie nach oben gelangen. Ups, die goldene Frage ist natürlich nur, wie? Da stelle ich mir diese Frage, habe ich mir jetzt schon bei diesem kurzen Teil, den ich hier jetzt schon gespielt habe, glaube ich, schon bestimmte 10 oder 20 Mal gedacht. Wie zum Geier. Da war, glaube ich, sind, glaube ich, nur Items drin gewesen. Weiß der Geier oder weiß das nicht? Tja, tja, tja. Ach Mann, das ewige, ich komme nicht weiter, ist natürlich blöd. Da komme ich auch noch irgendwie rauf, da liegt irgendwie Uzi-Munition. Uzi-Munition! Okay, ich renne noch mal ein Stück, doch noch mal ein Stück weiter zurück. Vielleicht. Nee, das ist ja. Ach nee, da kommen wir ja gar nicht durch. Das heißt, ich komme hier gar nicht raus. Weil da ist ja dicht. Ach Mensch, es gibt doch nicht. Da komme ich nicht rauf, das ist zu hoch. Da komme ich nicht rauf, das ist zu hoch. Da, wo die Kugel runtergerollt ist, ist ebenfalls ein Gitter vor und führt mich auch nur zu dem Wasserbassinraum, wo ich auch nicht weiterkomme. Da gibt es irgendwie noch eine Kiste, wie der rankommen soll. Tja. Das weiß nur... Keine Ahnung, wer das weiß. Ich weiß es nicht. Das Internet und das Lösungsbuch, die wissen das. Ich weiß es nicht. Jetzt die Frage, ob ich hier irgendwo raufklettern muss. Ich muss bestimmt irgendwo raufklettern. Aber wo setze ich ihn hier an? Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Das wird leider keine so erfolgreiche Runde dieses Mal. Schadi, Marmeladi. Da komme ich nirgendwo rauf. Never ever. Never ever. Ist wahrscheinlich jetzt sau langweilig. Jetzt hätte ich mal dieses, jetzt hätte ich mal dieses Dings einfügen müssen. Die kleinen Hinweise zum... zur Games Comic Con. Nicht Games Con. Comic Con natürlich. Ich werde müde jetzt. Ups. Jetzt bin ich gegen das Mikrofon gestoßen. Ich hoffe, das war jetzt nicht so unangenehm. Wenn ich die Stelle finde, mache ich das leise. Das muss doch aber irgendwas bewirkt haben. Das ist das Gitter. So, und da muss ich doch aber irgendwas bewegt haben, dass ich das rausgezogen habe. Da ist ja was rausgekommen. Das muss doch irgendeinen Hintergrund haben. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich gucke jetzt nochmal. Ansonsten ziehe ich vielleicht doch nochmal am Hebel. Und guck mal, was sich dann verändert in einem großen Raum. Auf jeden Fall muss es ja irgendwas bringen. Mal ganz ehrlich. Blub, 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 blub. Da ist aber nichts. Das ist doch genau diese Stelle. Was bringt mir dieser Quatsch denn jetzt? Nein, das ist noch weiter oben. Oder? Das ist doch da oben. Das muss also wahrscheinlich da oben drüber irgendwo hängen, dass sich das irgendwie bewegt hat. Die Frage ist nur, derzeit erschließt sich das nicht, was es mir bringt. Das wird sich bestimmt auch noch aufklären.
aber derzeitig nicht. Manchmal gibt es tatsächlich Schritte, da weiß ich bis heute nicht, warum ich die gemacht habe. Also in Computerspielen. Ich habe jetzt leider kein Beispiel. Wenn mir noch einer einfällt, sage ich das nochmal. Aber es gibt manchmal Momente, denkt man, hä, warum hast du das jetzt gemacht? Und auch bis zum Ende erschließt sich das wirklich nicht, warum man das so und so machen musste, um weiterzukommen. Tja. Oh, ich bin schon fast geneigt, das Offscreen zu machen, bevor ich mich jetzt hier einen abrenne und man sich auch zu Tode langweilt. Das ist natürlich jetzt nicht so interessant. Aber es ist mir wirklich ein Rätsel derzeitig. Ein Rätsel. Komme ich da oben rauf? Können wir auch nochmal probieren, aber vermutlich nicht. Kann ich an der Katze irgendwas drücken? Muss ich... Es gibt ja eigentlich noch keine Druckknöpfe, es gibt nur Hebel. Mietz! Mietz, mach doch mal was. Tja. Okay. Das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Okay. Die Aufnahme war jetzt, glaube ich, nicht ganz so lang. Aber ich würde es tatsächlich so machen, dass ich das lieber nochmal offscreen versuche. Weil ich renne mir sonst hier wirklich einen Kater ab. Und das wird auf Dauer echt super langweilig. Ich würde es lieber so machen. Also nicht wundern, ich werde das bisschen mit ein paar Bildern von der Comic-Con füllen. Das wird wahrscheinlich dann eher im ersten Teil landen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt eine Stunde geschafft habe, ob es mindestens 3 Teile werden. Und dann werde ich das mal Ganze hier nochmal offscreen ausprobieren, wie das hier weitergeht. Wie gesagt, bevor man sich zu Tode langweilt und ich immer gegen die Wand laufe, kann ich das nochmal offscreen ausprobieren. Und sobald ich das rausgekriegt habe, geht es dann auch sofort weiter. Und ich bleibe mal hier neben Mietzi stehen. Ne, Mietzi? Und dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt erstmal hier an der Stelle erstmal Schluss. Und wie gesagt, ich mache das nochmal alles offscreen weiter. Und dann, wenn es dann ordentlich weitergeht und ich auch einen ordentlichen Rutsch habe und ich nicht so festhänge, dann sehen wir uns dann wieder oder beziehungsweise hören, was auch immer. Und bis dahin verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.